es ist so, dass am Mittwochabend eben schon mal eine Veranstaltung zu der Aktion Gedenken an Zwangsarbeiterinnen stattfindet. Und damit soll eben auf dieses Außenlager aufmerksam gemacht werden, wo im Sommer 44 bis März 45 900 osteuropäische jüdische Frauen inhaftiert waren und dort Zwangsarbeit bei Rheinmetall leisten mussten. Da gab es am Ende so einen kurzen Moment von Befreiung für die oder Hoffnung auf Befreiung, als die SS-Bewachung geflohen ist angesichts der nahenden britischen Truppen. Und dann sind aber die ortsansässigen Nazis des Volkssturms eingeschritten und haben die Frauen dann ins Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht, wo dann viele auch gestorben sind. Es gab ca. 4.000 Zwangsarbeiterinnen, die alle direkt oder indirekt für Rheinmetall gearbeitet haben und die 2.500 Einwohnerinnen von Unterlüß gegenüberstehen. Deportierte ungarische Jüdinnen zum Beispiel mussten auch in der Nähe von Frankfurt am Main die Rollbahn des Flughafens bauen, bevor sie dann im Winter 44-45 ins KZ Ravensbrück deportiert wurden, wo auch viele von ihnen ums Leben gekommen sind. Es gibt noch ein anderes Außenlager in Mörfelden-Walldorf. Und in beiden, also in Tannenberg und Mörfelden-Walldorf, gibt es Überreste von dem Lager. Und während es in Mörfelden-Walldorf auch inzwischen so eine Erinnerung und Gedenken dort vor Ort gibt, also da haben 2005 Leute aus dem Ort dort die Mauerreste entdeckt und einen Gedenkpfad errichtet. Und in Unterlüß gibt es aber bisher keine Gedenkstätte und kein Ort der Erinnerung und Mahnung. Und das soll dann am Donnerstag verändert werden. Und da wird der Weg, den die Frauen gegangen sind, von Lager zu ihrer Arbeit, da wird dieser Weg sichtbar gemacht und mit Transparenten, Fototafeln und vielen mehr. Das ist ein Programmpunkt, also da geht es um 14 Uhr vom Camp zusammen los. Da laufen dann alle zu Fuß hin, um diesen Weg zu markieren. Also diese Veranstaltung zu den Zwangsarbeiterinnen, die findet schon mittwochs abends um 20 Uhr statt. Und zwar von einer Frau, Cornelia Rühlig, die an dieser Bildungs- und Gedenkstätte Walldorf arbeitet und die von ihren Erfahrungen mit der Aufarbeitung der Geschichte berichtet dort. Und der andere, der damit die Veranstaltung macht, ist Henrik Altmann, der zur regionalen Geschichte in der Region um Unterlüß forscht und was über die Zwangsarbeit bei Rheinmetall sagen wird. Und ebenfalls am Mittwoch auch schon gibt es eine Veranstaltung vom VVN auf dem Friedhof von Unterlüß. Dort sind viele Kinder begraben, weil die Frauen, die Zwangsarbeiterinnen, mussten nach Geburt ihrer Kinder die Kinder sofort abgeben, um eben weiterarbeiten zu können. Und die meisten der Kinder sind dann in diesen Einrichtungen, in denen sie gebracht wurden, verhungert. Und da gibt es dann auch so eine kleine Gedenkveranstaltung am Friedhof in Unterlüß. Das findet Mittwoch um 14 Uhr auch statt.